Servus, Michael. Hu, hu, dann ist er kurz geschwitzt. Haha, hörst du mich? Ich höre dich, hörst du mich? Sehr gut, alles perfekt. Dann können wir dann gleich mal loslegen. Sollen wir schon starten? Ich würde schon mal sagen, also ich meine grundsätzlich, if there are any English-speaking listeners out there, or yeah, please. Tell us in the chat and we can switch to English as well with our questions and answers. And you can obviously ask your questions also to Michael in English. Ja, genau. Aber derweil mache ich es immer auf Deutsch weiter. Ja, genau, würde ich auch sagen. Genau, es ist nur, weil der Manuel hat gesagt, dass beim Startup Live eben ein paar Englischsprachige dabei gewesen ist, wo er den Squabble ein wenig promotet hat. Und Okay. deswegen wollte ich das nochmal kurz sagen. So, Ja. also herzlich willkommen alle miteinander. Herzlich willkommen, Michael. Freut mich, dass du dir die Zeit nimmst und auf die Fragen der Community eingehst. Ich würde mal sagen, du stellst dich immer kurz vor und erzählst uns ein bisschen so, was du gemacht hast. Und dann bin ich überzeugt, dass da eh ziemlich schnell mal Fragen aufkommen werden, von Leuten, die da sind. Ja, das würde mich natürlich ganz besonders freuen, wenn das der Fall wäre. Also ich bin der Michael Breidenbrücker und der Grund, wieso ich heute hier bei euch bin, ist wahrscheinlich der, dass ich sehr viel mit der ganzen europäischen Startup-Geschichte zu tun habe und hatte und da irgendwie unterwegs bin. Und das hat bei mir quasi relativ früh oder halt eigentlich ja früh angefangen, nämlich so gegen 2000, als ich in London war. Und dort war das ganze Thema Startup eigentlich noch überhaupt nicht Thema. Also ich weiß gar nicht, haben wir uns damals überhaupt als Startup bezeichnet? Ich glaube nicht. Also man hat damals nur irgendwie von ganz verrückten Companies in Silicon Valley gehört, die ganz verrückte Sachen machen und völlig anders strukturiert sind und enorm wachsen, ohne dass die existierenden Company-Dinosaurier da was dagegen quasi machen können und mitspielen können. Das war dann beispielsweise damals so, dass Yahoo groß war quasi und es dann so eine kleine Suchmaschine gegeben hat, die Google geheißen hat. Und die total interessant war und was die so machen und plötzlich, und dann haben eigentlich alle aber gesagt, Alta Vista ist die gute Suchmaschine und irgendwann war einfach nur mehr alle auf Google und von dort weg ist es, war plötzlich nur mehr Google und Google riesig gewachsen und das hat uns damals schon sehr fasziniert, wie das geht, dass man so quasi mit nichts kommt, so quasi aus nichts eine Company bauen kann, dass man von 0 auf 100 mit der ganzen Welt connected ist und mit der ganzen Welt was machen kann. Und das war eigentlich ein sehr faszinierender Gedanke. Und das war so quasi die Grundlage, auf der wir damals aufgebaut haben. Und da haben wir die verschiedensten Sachen ausprobiert. Und eine der Sachen, die ich dann gemacht habe, das war Last.fm. Aus London raus war einer der Gründer. Und da mit Last.fm haben wir 2000 oder sowas angefangen zu bauen. Und dann aber eigentlich 2002 erst gewusst, dass das eigentlich eine Company ist. Und die Company, das war wirklich eine Company und kein Startup für uns. Ja, und seitdem mache ich sehr viele Sachen in dem Bereich und bin jetzt eben auch Partner bei der Speed Invest in Österreich. Speed Invest ist Österreichs größter Venture-Fonds und so quasi habe dazwischen auch noch Archer-DJ gebaut, habe die Lovely Systems aufgebaut, etc. Die diversesten Geschichten gemacht. Und jetzt halt mit zunehmender Expertise in dem Bereich eben auch gemerkt, dass es Sinn macht, diese Expertise so quasi auf einem größeren Level zu teilen
Und das kann man eigentlich als VC sehr gut, indem man sich dann sehr intensiv quasi mit Companies befasst und versucht, ihnen weiterzuhelfen und sich um die kümmert. Ja, und wir haben da auch bei der Speedinvest ganz speziell noch das Speedstart Studio gebaut. Und dort wird wirklich intensiv Company Building betrieben, also wirklich hands-on. Und das ist eigentlich so das Metier, aus dem ich komme. Okay. Vielen Dank für die Einleitung. War eh schon total viel. Wenn ich möchte, dann bitte einfach auf Join klicken und direkt die Frage an Michael stellen. Ich bin hier dann nur der Moderator. Also über Join bitte, würde mich freuen, wenn wir da eine Frage bekommen. Ich stelle uns nur mal eine Zwischenfrage, weil du davor gesagt hast, ihr habt fast 2 Jahre eigentlich nicht gewusst oder gebraucht, dass das eigentlich eine Company wird. Wie meinst du das genau? Und wie hat sich dann plötzlich gesagt, okay, jetzt ist Last.fm eine Company und wie hat das Ganze angefangen? Also ich bin, ich bin quasi ein Product Guy, ja. Und damals war das Thema eigentlich das, kriegst du es hin, wirklich ein geiles Produkt zu bauen. Das wirklich ein Produkt und damals auch eigentlich ein Brand, weil so quasi die klassischen Akquisitionskanäle, wie sie heute da sind, dass du wirklich über Google massenweise Traffic aufbauen kannst, dass du Ads schaltest, dass du, was weiß ich, Facebook etc., das gab es damals eigentlich so noch nicht oder es war eigentlich alles so am Entstehen. Und deswegen war für uns oder für mich das große Thema, gibt es eigentlich ein Produkt oder sind wir in der Lage, eine Brand aufzubauen, die eben genug Traction hat, die groß genug ist. Ja? Und vor das nicht steht... Und da ist der Michael wieder. Ja, sorry, irgendwie okay. Computer, den ich nicht so viele Tabs offen haben neben Squabble. Ja, mach gerade alles zu. Ich habe voller Schrecken festgestellt, ich habe Word und Excel offen gehabt. Ja, das könnte natürlich das Problem sein. Okay, also dann wissen wir, was es ist. Ja, ja, wahrscheinlich war es Microsoft. Wahrscheinlich. Okay, wo bin ich rausgeflogen? Du hast uns über erzählt, dass es früher gar nicht so leicht gewesen ist mit dem Traffic aufbauen und so etwas eigentlich und wie du halt eigentlich wirklich eine Firma aufbauen kannst. Das war so der Anfang. Genau. Wo wir, glaube ich, stehen geblieben sind. Okay. Ja, also ich habe dann noch ewig weitergeredet. Ich versuche das jetzt zu wiederholen. Das war damals eben alles eigentlich ziemlich anders gestrickt. Das war nicht klar, dass es die klassischen Akquisitionskanäle gegeben hat, wie es die jetzt gibt. Also jeder weiß, okay, ich muss irgendwie Google SEO, keine Ahnung, ich muss irgendwie schauen, dass ich über Facebook, über was weiß ich, über Referrals, Acquisition, über Newsletter, I don't know what, ja, Blogs etc. Traffic aufbauen kann. Und damals war das eben alles erst am Entstehen. Und deswegen hat es eigentlich relativ lange gedauert, bis wir gesehen haben, wir haben eigentlich ein Produkt, das in einen wachsenden Markt reingeht, weil damals das ganze Music-Business natürlich auch so ziemlich in einer ziemlichen umwälzenden Phase, würde ich mal sagen, gewesen ist. Und 2002 haben wir dann eben gesehen, hey, das Ding kann eigentlich richtig fliegen und wir können daraus eine Company bauen. Und was ich eben auch vorher gerade gesagt habe, als ihr alle weg wart, nicht zugehört habt, war, dass ich das auch finde, dass sehr viele Founder eigentlich den Fehler jetzt machen, ja, dass sie so quasi sofort eine Company bauen und dann so quasi anfangen, ein Produkt zu bauen oder sich mal irgendwie ernsthaft mit dem Produkt beschäftigen, ja. Und ich finde eben, das ist nicht unbedingt die richtige Vorgangsweise. Ich glaube, man sollte echt was haben, von dem man überzeugt ist und von dem man weiß, das kann fliegen und dann eben sich um die Company Incorporation zu quasi die entsprechende Rechtsform kümmern. Ich habe dazu auch mal noch eine Frage. Hallo Michael, du hast, glaube ich, gar nicht mitbekommen, dass ich reingekommen bin als Speaker. Ja, habe ich gar nicht, tatsächlich. Kein Problem. Hast du Fabian rausgehst? Ich höre den Fabian immer noch. Fabian, sag mal was. Ich bin,
Ich bin Moderator, ich bin immer da. Oh, super. Irgendwie Gott, deswegen steht Gott. auch oben moderated bei Fabian Rauch, ja. Ja, alles gut. Mod, Mod, der Mod bist du. Ja. Genau. Ja, Schickt mich euch alle. würde mal interessieren, wie ihr überhaupt zu der Idee gekommen seid, Last.fm zu gründen und ob Last.fm dann das, was wir tatsächlich auch kennen, das war, was ihr ursprünglich vorhattet oder ob das irgendwie auch pivotiert wurde und ihr da auch mehrere Versuche gebraucht habt, bis es dann zu der Idee kam. Also komischerweise muss ich jetzt echt sagen, Last.fm ist nach wie vor eigentlich genau das, was wir in den Schubladen hatten. Ja, also so quasi, wir haben, also ja, es ist erstaunlich, wir haben, ich erzähle euch mal, wie es dazu gekommen ist. Zwei Freunde von mir haben mich kontaktiert, haben gesagt, sie würden gerne CDs von Indie-Bands online verkaufen. Und ich habe dann zu ihnen gesagt, hört zu, Jungs, irgendwie wir befinden uns in der Post-Napster-Ära. Mal kurz meine Kinder hier. In der Post-Napster-Ära und irgendwie habt ihr schon mal davon was gehört, weil ich glaube nicht, dass das ein super Business-Model ist, so derzeit CDs von noch dazu Indie-Bands quasi online zu verkaufen. Und stattdessen sollen wir eben was anderes machen. Und aus dem Diskurs dann mit den Jungs ist dann eben entstanden die Idee, dass wir sagen, hey, wir haben eigentlich alle gigabyteweise Songs, die wir runterladen über Napster bei uns, aber je mehr Songs wir haben, umso weniger wissen wir eigentlich tatsächlich, was wir uns anhören wollen. Und die wirkliche Frage, die oder das wirkliche Problem, das wir eigentlich lösen sollten, ist durch das eine quasi Maschine oder ein Ding zu bauen, wo du automatisch einfach gute Musik kriegst. Scheißegal, wo die Musik herkommt. Du kriegst einfach deine Musik. Und mit der Idee sind wir losgestartet, weil wir hatten da noch eine Idee dazu, wie wir das machen könnten. Nämlich eben, dass wir einfach anfangen, irgendwelche Songs zu streamen. Und du kannst dann sagen, ich mag das oder ich mag das nicht. Dann bauen wir eine Liste auf von Songs, die du magst. Dann vergleichen wir diese Liste mit den Songs von anderen Leuten, die mögen, und daraus spielen wir dir dann Songs vor, die du noch nicht kennst. Ja. Und wir hatten damals auch so einen ganzen analogen Vergleich dazu. Das ist so wie wenn quasi du gehst jetzt ich gehe zu dir, Theresa, nach Hause. Du hast eine Plattensammlung, da stehen, was weiß ich, wie viel Platten. 50% deiner Platten kenne ich und finde ich super und die anderen 50 nicht, dann ist die Chance wahrscheinlich sehr hoch, dass in den anderen 50% auch was dabei ist, das super ist für mich. Und diese Idee haben wir dann in einen Algorithmus umgewandelt und uns war dann, und wir haben echt gedacht, hey, Scheiße, das ist, it's the hottest thing around, ja. Also, weil, eben, du kannst ja dann nicht nur Musik recommenden, sondern du könntest das alles, ja, Bücher, irgendwie, Schuhe, ich weiß nicht was. Eigentlich gilt das ja für alles, ja. Und dann haben wir das entwickelt und irgendwann haben wir gesagt, hey Mann, eigentlich sollten wir das doch mal checken, ob es das nicht schon gibt, ja, oder wir sollten es patentieren eigentlich und im Zuge dessen eben checken, ob es das schon gibt oder nicht. Und sind dann eben draufgekommen infolge der Recherche, dass das Ding es schon seit, ich glaube, damals 11 Jahren oder so patentiert wurde vom MIT und das heißt Collaborative Filtering. Und das war so zum ersten Mal, wo wir gesagt haben, so Scheiße, ja, es kann ja gar nicht funktionieren, ja, wie sind wir blöd, jetzt bauen wir das Rad nach, ja, jetzt brauchen wir ein Jahr, bis wir kapieren, dass wir ein Rad bauen, so ungefähr. Und eben haben dann aber nicht aufgegeben, weil wir eben gesagt haben, was eigentlich keiner macht, ja, ist, dass man sieht, was du magst und was die anderen mögen, weil das ist ja eigentlich deine Record Collection und wir wollen das auch visuell darstellen und visuell machen und haben das dann gemacht und dann haben wir gesagt, ja, aber die Leute, von denen du diese Recommendations kriegst und wenn du jetzt siehst, was deren Profil ist und so weiter,
dann wäre ja interessant, eben wenn du quasi denen folgen kannst, wenn du sagen kannst, das ist ein Freund von dir, wenn du eben so einen Shortcut zu denen hast, dann haben wir so quasi dieses Following eingebaut. Und das war eigentlich ist das quasi Social Networking. Und damals war dann eine Plattform ist hochgekommen, die heißt hat Friendster geheißen. Und die haben das zum ersten Mal gemacht da ja, und sind auch so boy, an uns vorbeigeflogen mit einer atemberaubenden Geschwindigkeit. Wir haben wieder gesagt, Mann, sind wir blöd, wir haben es nicht gecheckt, machen wir das nur für Musik und Friends, der hat das so quasi für alles gemacht und einfach nur connecten mit Leuten. Also quasi, wie sind wir doof? Und haben tatsächlich immer eigentlich dasselbe gemacht. Und das, was du auch nach wie vor bei Last.fm findest, ist tatsächlich das, ich würde mal sagen, 2001, 2002 bei uns in der Schublade war. Und so viel mehr ist da gar nicht dazugekommen oder weggegangen. Ja, also aber das würde ich mal sagen, ist tatsächlich unüblich, dass es so quasi nicht den Pivot gibt im Sinn. Aber wie gesagt, wir hatten 100.000 Situationen, wo wir gesehen haben, es gibt andere, die eigentlich einen gewissen Aspekt von uns viel besser machen. Ja, und so quasi, wir hatten immer Chancen, die wir so quasi nicht, wo wir uns gedacht, die haben wir jetzt aber nicht wirklich gut umgesetzt, die nicht, wie sagt man, monetarisiert quasi. Ja, wenn es so viele Leute gab, die was besser gemacht haben oder besser waren als ihr, warum wart ihr dann so erfolgreich? Oder wie habt ihr das dann geschafft? Also was war dann so das, weswegen ihr so gut wart? War das dann irgendwie eher designmäßig oder so, wie ihr es aufgezogen habt? Oder lag es dann doch nur an nur Musik? Oder was meinst du, Ja, war das? wir haben damals, also du musst dir vorstellen, also ich würde mal sagen, was Last.fm damals gemacht hat, auch jetzt macht, das ist eigentlich erst jetzt so wirklich relevant seit den letzten paar Jahren. Also wenn du dir anschaust, irgendwie auch in die Richtung, in die sich zum Beispiel Spotify und so weiter entwickelt. Es hat angefangen als so reines, ich habe einen Link, kann einen Song hören, ja, und kann einen Song suchen und den und mir anhören. Ja. Dann irgendwie Playlisten aufbauen etc. Aber so quasi am Anfang war ja Spotify wirklich eigentlich ein sehr einfaches Produkt. Ja. Du konntest Musik streamen, ja, on demand. Ja, das haben wir schon, ich weiß nicht wann gemacht, On-Demand-Music-Streaming. Das kann man sagen, sie haben es besser gemacht, weil sie im Peer-to-Peer-Distribution genommen haben und die Ladezeiten waren ganz schnell und so weiter. Das ist alles, das stimmt alles. Nur jetzt, aber seit den letzten paar Jahren fängt eigentlich Spotify an, wirklich so quasi Recommendations wirklich einzubauen, quasi, wie sagt man, Artist Radio, ja, wo du similar Artists kriegst, etc. Und du siehst, glaube ich, erst jetzt, dass für eine wachsende Anzahl von Leuten eigentlich erst das Problem jetzt relevant wird. Das heißt, der Markt war damals, als wir es gemacht haben, Last.fm war, als wir angefangen haben, non-existent. Es war ein komplettes Geek-Product. Ja. Und über die Jahre hat sich der Markt eigentlich erst entwickelt. Und wir sind so quasi mit der Company immer am selben Ort gestanden. Und der Markt hat uns quasi umschlungen. Ja. Das ist eigentlich etwas, das du nicht machen solltest. Ja. Wenn jetzt jemand zu mir kommt und sagt, ich habe hier eine Company und so quasi, es gibt jetzt noch keinen Markt dafür, aber in 10 Jahren vielleicht oder in 5 oder in 3 Monaten etc., dann ist es immer eine sehr schwierige Proposition. Ich meine, das sind die potenziellen Winner. Ja, weil wenn ein Markt gerade entsteht und du bist schon dort, dann bist du wahrscheinlich das, was man als Unicorn jetzt bezeichnet. Ja, aber das ist halt eben auch High Risk. Ja. Also ich vergleiche das immer so mit dieser Peter Thiel, der irgendwie gesagt hat, es gibt diese Zero-to-One-Companies und es gibt One-to-N-Companies. Ja. Und Last.fm war ganz klar ein Zero-to-One. Okay. Okay. Ja, aber super, dass ihr das so gut hinbekommen habt. Das ist ja schon beeindruckend. Ja, danke. Ja, war echt Arbeit. Und wir haben extrem, also aus heutiger Perspektive, tatsächlich extrem viel falsch gemacht.
Was sind glaub, so das die, passiert die jedem Startup, oder? Wie bitte? Das passiert doch wohl jedem Startup, aber sorry, Theresa. Ja, nee, nur noch eine letzte Frage und dann darf der Fari dich mal befragen. Was sind dann so die Punkte, wo du sagst, okay, die würdest du heute auf jeden Fall anders machen? Also was sind so deine größten Learnings aus dem Projekt? Ja, man muss sagen, also eben, das ist auch ein Ding, natürlich, also ich muss mir jetzt quasi ständig widersprechen, weil warum war Last.fm erfolgreich? Weil wir einfach quasi so lang gegen den Wind gepisst haben, bis es funktioniert hat. Ja, also, kommt übrigens nicht von mir, dieser Spruch. Ja, aber das ist so quasi, ja, also wir haben so quasi einfach, wir haben immer dasselbe gemacht und irgendwann hat es auf einmal funktioniert. Ja. Aus heutiger Perspektive müsste man sagen, wir hätten viel schneller eigentlich eben pivoten müssen. Wir hätten viel schneller auf den Markt reagieren müssen oder in einen anderen Markt gehen, etc. Und würde ich tatsächlich jetzt anders machen. Und wenn ich es heute anders machen würde, wäre es genau deswegen nicht erfolgreich. Ja, also eigentlich doch alles richtig gemacht. Ja, weißt du, im Schluss, wenn es so einen Exit gibt, dann hast du natürlich irgendwas richtig gemacht. Aber es gibt, ich sag mal, es gibt, also und gleichzeitig hast du alles falsch gemacht. Ich glaube, der Martin Wasowski hat mal gesagt, wenn er eine Company verkauft, dann fühlt es sich immer so an, als hätte er was falsch gemacht. Ja. Und genau so ist es auch. Ja. Wenn du drauf schaust, du hast so viel Fehler und du hast eigentlich quasi alles falsch gemacht. Es ist sehr viel falsch. Es hat aber trotzdem geklappt. Ja. Und ich meine, ich weiß eben, das widerspricht sich, aber deswegen ist es auch wirklich das Topic Mentoring beispielsweise extrem schwierig, weil im Endeffekt kannst du sagen, hör zu, es gibt 100 Beispiele, wo das, was du jetzt machst, nicht funktioniert hat. Ja. Dann gibt es irgendwie 1000 Gründe, wieso das nicht funktionieren kann. Aber im Endeffekt ist es deine Entscheidung, was du machst und wie du es machst. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste. Das muss irgendwie in einem Founder drin stecken, das muss in einem Team drin stecken und die müssen ihren Weg finden und da können sie auch gerne gegen alle sämtlichen Rules verstoßen, die es so gibt. Na, okay. Ja, vielen Dank. Danke, dass du auf meine Fragen so ausführlich geantwortet hast. Ich würde jetzt mal rausgehen, damit der Fari noch ein paar Fragen stellen kann. Und ja, vielleicht hören wir uns ja später nochmal. Ja, danke. Ciao. Hallo, hallo. Hört sie mich? Jo. Sehr gut. Hallo, Michael. Hallo, Fabian. Hallo, servus. Ich habe das ja gerade mitbekommen. Also du hast gerade mein Stichwort gesagt. Peter Thiel, 0-1. Ich nehme an, hast du das Buch gelesen? Ja, also nicht jedes Wort, aber ich habe es runtergeladen. Okay, sehr gut. Kam dir diese Zweifel so an deine Firma, also an dein Startup, so als du das Buch gelesen hast, oder hattest du schon vorher so gewisse Zweifel, ob du das so, wie du es machst, richtig machst? Jetzt musst du nochmal sagen, wie du das meinst. Ich meine, wir haben Last.fm ja eben schon lange, also das Buch ist ja erst letztes Jahr, glaube ich. Ja, genau, letztes Jahr. Ja. Du meinst Zweifel an was? Vielleicht, wenn du den einen Weg eingeschlagen hättest, es besser gewesen wäre, als den du bereits genommen hast. Nee, ich glaube, also ich weiß jetzt nicht genau, ob das die richtige Antwort für dich ist und du musst, kannst das ja nachher nochmal nachdenken. Okay. Aber also was der Peter Thiel mit diesem bescheuerten Buch quasi gemacht hat, das ist jetzt steht sehr viel quasi sehr umstrittene Sachen drin, die er vielleicht. Ja. Aber was er echt gemacht hat, ist, was ich super finde, ist diese Unterteilung in 0-1 und 1-to-N Companies. Ja. Ja. Weil das ist tatsächlich zum ersten Mal so gewesen, oder ist zum ersten Mal so, finde ich zumindest, dass es so quasi Companies eben auch klassifiziert, ja, wo du sagen kannst, ja, das ist ein Ding, du hast jetzt eigentlich hier vor dir eine Company. Du kannst jetzt 100.000 Argumente aufzählen, wieso das Ding nicht funktionieren kann. Aber wenn es funktioniert, dann ist das Ding riesig, ja. Und es gibt eine Berechtigung für solche Companies, ja. Und,
Und das finde ich super. Ja. Das hat mir das Buch gegeben. Ja. Das ist irgendwie, du kannst, die Chancen sind extrem, extrem hoch, dass du failst, ja, mit irgendwas, das eine Zero-to-One-Company ist. Aber wenn es funktioniert, dann kann das Ding auch richtig, richtig groß werden. Und das ist so ein bisschen so für mich auch, gerade auch für die europäische Szene ein bisschen so ein Thema. Ich sage halt, eigentlich würde ich gerne viel, viel mehr Zero-to-One-Companies sehen als ständig One-to-End-Companies. Mhm. Fällt dir so eine Zero-to-One-Company aus Europa so jetzt spontan ein? Ja, also ich würde sagen, also Skype beispielsweise war, ja. Also, ich meine, Company ist schwer, aber Linux war eigentlich so ein Riesending, das auch so quasi, what the fuck is going on, ja. SQL, ja, die ganze Geschichte rund die MySQL-Jungs. Was gibt's noch? Soundcloud, ja, eigentlich nicht. Mir fällt eigentlich nur Spotify ein, so. Ja, Spotify, ja, würde ich Spotify als Zero-to-One-Company bezeichnen? Also ich denke mal nicht, das ist ja doch auch nur eine Weiterentwicklung von bestehenden Konzepten, die haben es halt einmal richtig gemacht, aber es war jetzt nicht das Revolutionäre dahinter, finde ich. Ja, absolut, da würde ich eigentlich auch sagen. Ja, okay. aber um ehrlich zu sein, Fadi, das wäre mal eine interessante Story, wenn das mal jemand recherchieren würde. Was sind eigentlich die Zero-to-One-Companies, die aus Europa gekommen sind, die vielleicht jetzt Zero-to-One-Companies, auch die jetzt am Floor stehen, was sind die Gründer, die Zero-to-One-Companies bauen, was sind die Gründer, die so quasi One-to-End-Companies bauen, ja? Das wäre für mich mal eine interessante Lektüre. Ja, stimmt. Und was ich dich fragen wollte, wie siehst du so die Zukunft von Spotify, beziehungsweise glaubst du, wird Apple mit iMusic so an Spotify ankommen oder glaubst du, dass Spotify wird immer überlegen sein? Puh, das ist schwierig zu beantworten, aber ich glaube, also Spotify ist mittlerweile echt ein Riesenviech, das da im Raum steht, ja. Weil also Spotify nicht nur sich als Produkt sehr etabliert hat und so weiter, sondern es auch geschafft hat, wirklich so quasi über beispielsweise Telcos und andere Leverage, also Multiplikatoren zu finden, ja, für die das Modell plötzlich interessant wird. Ja. Und Spotify geht jetzt auch ganz gezielt quasi gewisse neue quasi Märkte an. Ja. Also eben beispielsweise, ich bin sehr neugierig, was so in den nächsten Monaten und Jahren passiert in Richtung Radio. Ja. Also die ganzen Radiostationen, die eigentlich großen Reach haben, für die geht im Moment extrem viel Marktweg eben zu Spotify, auch zu Apple. Ja. Auf der anderen Seite aber gibt es total interessante Modelle, wie du eigentlich das auch kommerziell mit Radiokanälen kombinieren könntest. Und das sind Sachen, die sich die Spotifys und so weiter jetzt ganz genau anschauen. Und da passiert eigentlich sehr viel. Das heißt, ich glaube nicht, dass Spotify so schnell weg vom Markt sein wird. Und ich glaube auch, dass es für Apple schon schwierig ist, auch da irgendwie einen Anschluss zu finden. Aber ich glaube, ich weiß auch, ich habe die letzten Zahlen nicht im Kopf, aber ich glaube nicht, dass man Apple Music jetzt so als kompletter Crash-Reinfall bezeichnen kann. Interessant ist, dass ja RDO quasi aufgibt. Ja. Okay. Das ist interessant, finde ich, weil die sind mit einem riesen Budget und riesen Tamtam in den Markt reingegangen. Vor allem in den US-Markt. RDO waren die ersten, die waren noch vor Spotify in den USA. Und sind trotzdem, ich glaube, sind sie schon bankrott? Ja, ich glaube, irgendwas läuft da gerade. Und das ist interessant, finde ich. Mhm. Okay, cool. Was, hast du noch eine weitere Frage? Ansonsten würden wir mal zwischenzeitlich kurz den Flo reinlassen. Ja, ich würde. Dann könntest du ja
danach wieder reinkommen oder magst du noch eine schnelle Frage an Michael stellen? Nein, das waren eigentlich alle, ja, das waren eigentlich alle meine Fragen bisher. Danke, Michael. Ja, bitte, danke für dass du gesprochen hast. Ja, sehr gerne doch. Na passt, wir hören uns später. Gut? Ja, hallo. Hi. Hi. Erstmal schön mit euch zu sprechen. Ich habe eine Frage. Hört ihr mich? Ja. Ja, wir hören dich. Ah, sehr gut. Meine Frage bezieht sich darauf, also man hört ja immer wieder bei Vorträgen und wenn man sich so ein bisschen für Startups interessiert, sagt man, ah, es ist leichter als je zuvor irgendwie was zu gründen und einfach, weil die Bedingungen andere sind wie vor, keine Ahnung, in ein paar Jahren. Und ich wollte mal dich fragen, ich weiß ja so ein bisschen, dass du irgendwie dem Trend der Zeit folgst, ja, oder wie auch immer. Und mal wissen, was du denn so siehst als game-changing Tools, die uns zur Verfügung gestellt werden. Also zum Beispiel irgendwie, ja, keine Ahnung, jeder wird ein Smartphone haben und jeder hat irgendwie das Internet dabei. Oder was siehst du irgendwie als wichtigste Tools für die Zukunft? Ja. Also ich glaube, erstens, also es ist nicht leichter geworden, ein Startup zu gründen. Es gibt irgendwie so immer dieses Argument, vor allem eigentlich blöderweise auch aus der Lean-Startup-Ecke, so quasi ist ganz easy und simpel jetzt ein Startup zu machen, weil so quasi die Kosten der Technik geringer geworden sind im Vergleich zu vor 10 Jahren. Genau. Ja, und das stimmt natürlich total, das ist so. Ja. Ich meine, du kriegst jetzt Sachen um einen Bruchteil des Preises von dem, was wir damals eben gebaut haben. Ja. Aber gleichzeitig sind die Marketingkosten, ja, die du hast, so quasi im gleichen Maße gestiegen. Das heißt, irgendwie, was wir gesehen haben in den letzten Jahren, quasi im Startup-Bereich, ist einfach nur eine Umwälzung der Kosten von der Technik ins Marketing. Ja. Und das muss einem klar sein. Das heißt, irgendwie grundsätzlich müssten eigentlich die Budgets gleich sein, wenn nicht noch teurer. Ja. Und deswegen, wie gesagt, es ist nicht so, ja, dass es billiger ist, quasi ein Startup zu gründen oder leichter ist, ein Startup zu gründen, als es vor ein paar Jahren war. Noch dazu ist natürlich die Competition ganz enorm geworden jetzt mittlerweile. Ist ja direkt ein Boom. Ich meine, wenn du auf ein Web-Summit gehst nach Dublin, da sind irgendwie 1500 Startups oder noch mehr. Nee, das stimmt ja gar nicht. Noch mehr, das sind irgendwie, ich weiß gar nicht, da waren ja irgendwie 30.000, 50.000 Leute in der Stadt und ich weiß nicht, wie viel Startups. Also es ist nur mehr mad, was so quasi da abgeht. Und das ist natürlich auf der einen Seite problematisch für jemanden jetzt in so ein Environment rein, was zu bauen, auf der anderen Seite aber natürlich auch super, ja, weil irgendwie Startups und Gründen ist einfach eigentlich die Möglichkeit für unsere Generation, was zu bewegen, ja, und was zu bewirken. Und deswegen muss jeder das machen, meiner Meinung nach, ja. Weil du vorher irgendwie noch explizit über Tools gesprochen hast, da hat sich tatsächlich extrem viel getan in den letzten Jahren. Nämlich einmal, das Ganze hat sich enorm professionalisiert. Alleine schon, wenn ich jetzt sehe, irgendwie das ganze Talent, so quasi die ganzen Gründer, die jetzt anfangen und was bauen, die haben ja einen unglaublichen Erfahrungsschatz, auf den sie jetzt zurückgreifen können. Es gibt von Büchern, Blogs, bla, etc. alles, ja. Und es gibt vor allem auch extrem gute Methodologies, ja, wie man Companies baut, wie man vorgeht, ja, von eben Lean Startup bis zu eben mein Favorite Metrics for Pirates und so weiter. Und das macht die Sache natürlich schon leicht. Okay. Hallo? Hallo? Michael? Flo, du bist bei mir auch extrem leise, muss ich sagen. Aber Michael, okay. Hat also auf der einen gehört. Seite. Jetzt geht's wieder besser. Bin da. Da bist du da. Sehr gut. Kurzer Hicker. Ja.
Ja, genau. Also eben in den ganzen Methoden hat sich extrem viel getan und es ist tatsächlich jetzt leichter, irgendwie mal eine gewisse Guidelines zu haben und sich entlang dieser Guidelines zu bewegen. Und gleichzeitig eben ist das ganze Ökosystem enorm gewachsen und du hast jetzt wirklich irgendwie von Analytics bis was weiß ich was, Business Development und Acquisition Tools, die du verwenden kannst. Also das macht den Job quasi leichter, aber genau, auf Kosten von quasi höheren Budgets im Bereich Marketing und ja, vor allem Marketing. Okay. Ja, ist ja ganz interessant. Und ja, hast du vielleicht auch noch irgendwie wie ja, in einen besonderen Bereich, also sag ich mal, keine Ahnung, was es gibt, irgendwie Music, natürlich auch dieses ganze Digitale oder irgendwie so ein Sektor, Wirtschaftsbereich, wo du sagen würdest, da in dem Sektor geht richtig was die nächsten Jahre, wenn ihr Startups machen wollt, dann schaut mal dahin, ob ihr dort irgendwie was bewegen könnt. Das ist ein mega Wachstumsmarkt oder so, ja. Mhm. Ja, schon. Also nur noch kurz eben. Also ich glaube, das heißt jetzt auch so quasi, wenn du, also früher war es quasi immer super, wenn du der hat einen Schlüssel. Ich bin da und bei mir sind keine Kinder und nichts. Sorry. Und daran glaube ich nach wie vor, das ist tatsächlich eine enorme Starthilfe, wenn du wirklich irgendwie ein technisches Verständnis hast. Gleichzeitig aber glaube ich, dass eben Wirtschaftsschulen quasi und im ganzen Entrepreneurship-Bereich sich extrem viel entwickelt und da wirklich so quasi die nächste Generation von Founders quasi gebaut wird, die schon viel größeren so quasi Know-how da reingehen können. Welche Sektoren sind interessant generell, um Companies zu bauen? Das war, glaube ich, viel mehr deine Frage. Für mich persönlich ist total interessant jetzt halt, oder was für mich ein bisschen so quasi eine Erkenntnis war der letzten Jahre, ist, dass die Digitalisierung inzwischen eben so unglaublich groß ist. Ja? Also dass so quasi der Reach von connected digital devices ist so enorm groß, dass es plötzlich nicht nur interessant wird, wirklich in kompletten Nischen zu aktivieren, sondern eben auch völlig neue Wirtschaftszweige plötzlich dieser ganzen digitalen Transformation unterworfen sind. Und das sind so quasi für mich die großen Megatrends, nicht Megatrends, aber zwei große Trends im Moment. Das eine ist, dass so quasi Nischen sind interessant, weil sie sind wahrscheinlich größer, als du denkst. Ja? Und das, also der Markt ist größer, als du denkst. Und das andere Thema ist, dass eben dadurch auch völlig neue Industriesektoren für neue Ideen, neue Businesses eigentlich und Business-Konzepte aufbrechen. Das geht von irgendwie der ganzen Diskussion, dem ganzen Thema von das Uber aufgemacht hat, so quasi im Auto- und Taxi etc. Bereich bis zu wirklich Maschinenbau und so weiter. Und das sind, glaube ich, die großen Themen in den nächsten Jahren. Okay, cool. Ja, interessant. Danke für die Einschätzung von dem Experten. Ja, danke für die Frage von einem anderen Experten. Ja, ist denn noch jemand da, der gerade ran will, oder darf ich noch eine Frage rausfeuern? Flo, du darfst gerne noch eine Frage rausfeuern an den Michael. Ansonsten bitte einfach nur auf Join drücken und dabei sein. Es ist total easy, wenn man ein Mikrofon dabei hat und Chrome oder Firefox verwendet, kann man einfach reinsteigen und Michael eine Frage stellen. Sobald sich wer meldet, kicke ich den Flo auch sehr gerne. Manuel ist da, aber jetzt kriegt der Flo trotzdem davor noch eine kurze Frage. Ja? Okay. Ich darf noch eine kurze Frage, oder wie? Ja. Sehr gut. Ich hoffe, die wurde auch noch nicht schon beantwortet. Und zwar, also Last.fm war ja so ein bisschen dein Baby, sag ich mal, ja? Mhm. Und
Da hätte mich einfach interessiert, wie du dich dann irgendwann, hast du dich ja davon auch getrennt und ja, wie kam es dazu und vor allem, ja, war das irgendwie mit einem Herzschmerz oder was ist da so passiert? Hast du dich mit deinem Co-Founder in die Haare bekommen oder ist ja auch eine interessante Sache? Ja, wie es einfach dazu kommt, dass du irgendwie dein Stück weggibst oder ja. Ja, das war wirklich scheiße, muss ich dir ehrlich sagen. Eine scheiß Experience, das war wahrscheinlich tatsächlich okay. Die beschissenste Experience, die ich bisher so hatte, gibt es überhaupt. Ja, wahrscheinlich war es wirklich, also es war echt scheiße. Hört ihr mich noch eigentlich? Ja, wir hören dich. Ja, ist gut. Ich war plötzlich so still, seid ihr alle erschrocken, weil ich Scheiße gesagt habe im Radio. Nee, und zwar, ja, also das war wirklich zu einem ganz großen Teil eben mein Baby. Und aber irgendwann, so gegen 2004, war das wirklich extrem mühsam, die Kiste quasi voranzutreiben. Also Bootstrapping ist so quasi kein wirklicher Begriff mehr dafür, was wir gemacht haben. Und deswegen war dann so quasi, haben wir auch wirklich gesagt, quasi die einzigen, die wirklich jetzt so quasi das bisschen Geld, das wir haben, so quasi kriegen, sind eigentlich die Developer, weil die müssen jetzt irgendwie jeden Tag Vollgas geben. Die anderen können wir irgendwie versuchen, quasi anders an der Stange quasi zu halten. Ja. Und im Zuge dessen habe ich halt gesagt, hey, wir müssen das Ganze jetzt irgendwie auf vernünftige Beine setzen. Wir brauchen eine vernünftige Finanzierungsrunde für das Ding. Also wir brauchen eine Finanzierungsrunde, aber wir brauchen auch ein Board, ja, weil irgendwie quasi Last.fm, das sind irgendwie drei Nobodies, ja, die kein Schwein kennt, ja, und da mal irgendwie ein bisschen jemanden im Hintergrund zu haben, der für was steht, wäre vielleicht ja nicht so schlecht. Und ich bin dann eben losgezogen und habe angefangen, wirklich diese Finanzierungsrunde zu checken. Und das war, wir haben uns angeschaut, wer wäre eigentlich unser optimaler Mann oder unsere optimale Organisation. Und das war der Joe Ito. Weil der Joe Ito meiner Meinung nach damals einer der wenigen war, die es wirklich kapiert haben, in welche Richtung sich das Web entwickelt. Ja. Und ich habe es dann auch tatsächlich geschafft, den Joey an Bord zu holen. Und das war aber dann auch gleichzeitig irgendwie so, glaube ich, der Auslöser für jede Menge interne Troubles. Ja, weil dann meine Co-Founders damals wortwörtlich dann eben, dass ich so quasi, hey, wir haben Funding, wir haben jetzt jemand, der steht für was, den kann man irgendwie brauchen, der kann uns weiterhelfen, den sollen wir jetzt onboarden, let's do it. Ja, und der Response von meinen Co-Foundern war, nee, wir wollen eigentlich kein Funding und wir sind eine Lifestyle-Company. Okay. und von da weg ist es halt tatsächlich sehr schwierig geworden. Und im Endeffekt habe ich es dann halt geschafft, die Finanzierungsrunde durchzukriegen, Joey an Bord zu kriegen, auch den Stefan an Bord zu kriegen. Aber im Zuge des Ganzen habe ich mich dann auch irgendwie abgesetzt und gesagt, habe jetzt ist die Company halbwegs aufgestellt, aber irgendwie funktioniert das so nicht in dem Setup für mich. Und habe mich dann mehr oder weniger freiwillig, die Betonung liegt auf weniger, eigentlich dann von Last.fm getrennt. Ja. Okay. Ja, gut. So geht's. Danke für die Fragen, da lassen wir den Manuel rein. Genau. Und so scheiße machen wir uns auch nicht, ja. Ne. Ich dachte, jetzt kommt die Hammer. Okay, schönen Abend schon mal. Servus. Ebenfalls, ciao. Ich werde ganz gerne stellen, die Eva unten im Chat geschrieben hat, Nico hat. Hallo. Ich stelle gerade ganz kurz die Frage von der Eva im Chat. Und zwar hat die geschrieben, wo oder wie findet man die richtigen Leute, um ein Startup zu starten? Ja, das ist eine super Frage für den Michael und für mich, um das im Diskurs zu beantworten, oder? Ah ja, stimmt, tatsächlich, das stimmt, ja. Puh. Also, wo findet man die richtigen Leute? Ich glaube, am Anfang muss man mal anfangen.
Wie kann man definieren, was sind denn die richtigen Leute, ja, um ein Startup zu starten? Ich wollte jetzt sagen, kommt drauf an, was du suchst. Ja? Also ich glaube jetzt, ja, wenn du diese Frage stellst, dann hast du wahrscheinlich keinen technischen Hintergrund, sondern vielleicht einen wirtschaftlichen Hintergrund und hast irgendwie eine Idee. Und jetzt denkst du dir, oh Mann, ich brauche irgendjemand, der das umsetzen kann. Und wo finde ich den? Und da gibt es jetzt, glaube ich, sehr viele Möglichkeiten und das hängt sehr viel auch davon ab, wo du bist, also und wer du bist und in welchen sozialen Kontext du steckst. Aber wenn es um so quasi jemanden geht, der so quasi für dich auch die Technik umsetzen möchte oder kann, ja, da würde ich jetzt mal ganz kurz auf den Manuel verweisen, weil ich glaube, du bist der Manuel, den ich kenne. Ja, aber natürlich. Also ich würde sagen, liebe Eva, es ist total wichtig, sich zuerst einfach einmal zu informieren, was momentan die technischen Möglichkeiten sind. Also es ist ja nicht bei jeder Idee gleich. Viel wird natürlich heute gesprochen über Mobile, über Webtechnologien, aber wenn wir über Startups sprechen, dann wollen wir ja nicht nur über technologische Startups sprechen, sondern Startups gibt es ja heutzutage in jedem Bereich. Im Bereich Verkauf, im Bereich Gastronomie, ganz generell im Bereich Food, Drinks, ja, Getränke sind auch ganz, ganz hip momentan. Und überall ist irgendwie ein anderes Skillset gefragt, aber Technologie und Technik kommt eigentlich immer vor. Und da ist es, glaube ich, ganz, ganz wichtig, sich am Anfang einmal zu überlegen, was braucht man eigentlich, um das Produkt herzustellen und was braucht man in weiterer Folge, um das Produkt abzusetzen. Also das wäre so ein bisschen mein Input. Und dann, wenn es um IT geht oder um sage ich einmal, Software im weiteren Sinn, ist man heutzutage auch immer ganz gut beraten, sich ein bisschen an den Unis umzuschauen, wenn es schon wirklich um ein Startup gibt, weil es gibt wirklich sehr, sehr viele unglaublich gute Studenten, die technologisch wirklich was drauf haben und die sich nebenbei freuen, wenn sie irgendwo mitarbeiten können und dementsprechend vielleicht auch schon da einen Job irgendwo absahnen können. In weiterer Folge. Michael, was sagst du dazu? Ja, also eben, ich find interessant, ja, die Frage, Eva, die kommt eigentlich nie von einem Techniker. Ja. Und das, glaube ich, das ist eigentlich das wirkliche Problem, ja, weil sehr viele, also ich habe ja auch einen Engineering-Background, ja. Und wenn du einen Engineering-Background hast und selber coden kannst, dann ist für dich immer so quasi, das mache ich selber. Ja. Aber du checkst eigentlich gar nicht, dass du komplett andere Kompetenzen in deinem Team noch brauchst und so quasi für die wichtigen Sachen, oder sehr wichtige Sachen, oder viel wichtigere Sachen vielleicht als irgendwie Code zu schreiben, sind tatsächlich irgendwie User Acquisition, ja, oder irgendwie was zu verkaufen. Und deswegen ist es eigentlich so für mich ein gutes Zeichen, wenn jemand sagt irgendwie, hey, wie komme ich an ein Team, ein technisches Team? Ich würde das irgendwie aus deiner Perspektive als den ersten so quasi Hack sehen, den du für deine Company eigentlich machen musst, als den Team finden. Und dieser Hack, der ist wirklich relevant, ja, weil mit den ersten Leuten setzt du die DNA deiner Company fest. Ja? Das ist die DNA. Ja? Und ich würde an deiner Stelle auf irgendwie, machen. Wie heißt das Ding, will haben. Hört er mich noch? Ja, wir hören dich noch. Manuel ist das. Ist der Manuel anscheinend rausgeflogen. Von Ads auf will haben bis zu Startups, wie heißt es, Startups, Plattformen etc. Und dann einfach mir wirklich anschauen, wie sind die Leute drauf. Und du musst auch, also wenn du eine Company baust, du hast immer das Gefühl, du musst jemanden so quasi überreden. Ja, du musst so quasi einen Techniker dafür überreden, dass er jetzt für dich arbeitet, für quasi nichts. Ja. Aber das glaube ich. Und was du ihnen gibst, ist eigentlich sehr viel. Und mit dieser Attitude musst du dich in den Markt schmeißen. Ich habe jetzt noch eine andere Frage, weil die Frage war ja auch, wo findet man die richtigen Leute? Was haltest
oder was hält ihr beide eigentlich von so Startup-Events? Und grundsätzlich, wenn wir jetzt von Startup-Events reden, da gibt es ja von kleinen Startup-Stammtischen über größere Veranstaltungen, so Startup Live und so etwas, bis hin zu gigantischen Festivals. Was ist eure Meinung in Bezug auf Mitgründerinnen finden, beziehungsweise was ist eure allgemeine Meinung zu diesem ganzen Startup-Hype? Ich finde es super. Also ich finde es total super. Also dass es die Möglichkeit gibt, dass Leute, die irgendwie gleich drauf sind, sich irgendwie clustern und anfangen, irgendwie nach Kooperationsmöglichkeiten zu suchen, ist das Ding. Ja. Also beispielsweise, ich kann euch erzählen, als wir damals Last.fm gemacht haben, hatten wir irgendwann extreme Troubles mit unserem Engineering Menschen. Und dem lieben Willow, den ich schon lange wieder mal treffen sollte. und hatten dann aber gleichzeitig gesehen, es gibt irgendwo in Südengland einen Typen, der macht ein Ding, das hat Scrabble geheißen. Ja, Scrabble. Und der hat was gemacht, das bei uns auf der Roadmap gestanden ist, nämlich, dass wir Plugins schreiben, wo die Songs, die du hörst, automatisch auf Last.fm zu Last.fm so quasi von Last.fm gecrawled werden. Und die spontane Reaktion von meinen Co-Founders war ja irgendwie unbedeutend, kompletter Idiot so auf die Art. Und meine spontane Reaktion war aber, hey, der Typ ist doch genial. Wenn wir uns irgendwie das zusammenkriegen, dann haben wir uns, was weiß ich, wie viel Entwicklungszeit gespart und so weiter. Und wir sind dann wirklich dahin gefahren, der war auf der Universität, was Hastings oder irgend sowas, und haben uns mit dem getroffen und haben im Wesentlichen gesagt, schau dir mal unsere Datenbank an, schau dir mal deine Datenbank an. Das ist ein und dasselbe. Wir sollten das zusammen machen. Und der Typ hat gesagt, ja, yeah, makes sense, let's do it. Und wir hatten den schnellsten Merger aller Zeiten. Und aus solchen Situationen entsteht meistens ein ganz enormer Mehrwert. Also absolut super. Und sowas kann jetzt halt einfach ja passieren, wenn du eine Community hast, die sich irgendwo treffen kann, also irgendwelche eben Startup-Live-Events gibt, wo man mal zusammen brainstormt oder zusammen vielleicht einen Prototypen baut, dann lernt man sich auch kennen und das gibt gute Teams, das ist super. Okay, sehr cool. Manuel, hast du dazu auch vielleicht noch eine Meinung, oder? Ja. Oder stimmst du einfach zu? Na, zustimmen tue ich sowieso, weil das, was der Michael da sagt, hochrelevant ist. Aber gerade wenn ich jetzt gerade lese, Eva, dass du Wirtschaft, Marketing, Design in diese Richtung unterwegs bist, von deinem Background her, ich kann dir nur raten, ganz egal was du gründest, dich trotzdem, so weit wie es dir irgendwie möglich ist, dich mit Technologie zu beschäftigen. Also oder mit dem, was für dein Produkt relevant ist. Also es verlangt jetzt niemand, dass du Expert wirst in diesem Field. Ja. Aber es stellt sich schon immer wieder heraus, dass gerade im Founder-Team echt von Vorteil ist, wenn du zumindest weißt, was ist irgendwie State of the Art, worum geht es gerade technologisch, welche Dinge sind schon wieder out, was ist jetzt gerade in, was könnte in Zukunft relevant sein und dir da auch, wenn nur ein oberflächliches Wissen aneignest, allein schon, um bei Diskussionen mit dabei sein zu können. Das ist extrem wichtig und genauso geht es aber auch deinen Technikern dann im Team. Die müssen sich unbedingt mit den Basics des Business beschäftigen. Spätestens dann, wenn es irgendwie zur Gründung kommen sollte, müssen die verstanden haben, wie sowas aufgesetzt wird und wenn es in weiterer Folge vielleicht sogar um Investment geht, ist es unerlässlich, dass man mit den Leuten diese Dinge besprechen kann, in der Sprache sozusagen der Startup-Kultur. Und da gehört auch ein gewisses Interesse an den wirtschaftlichen Dingen dazu. Ja, da kann ich auch nur zustimmen von meiner Seite. Also es ist wirklich wichtig, dass man die technische Seite auch wirklich weiß. Ich hoffe, Eva, wir haben deine Frage recht gut beantwortet, die zwei Speaker. Manuel, du bist ja eigentlich reinkommen, wahrscheinlich, weil du selbst eine Frage hast, Michael.
vergessen. Ja, also was ich kurz mit Michael besprechen wollte, weil es, glaube ich, auch relevant ist für die Zuhörer, ist, jetzt sind wir da ja irgendwie gerade in Österreich und Michael, was hältst du jetzt eigentlich von Österreich als von Österreichs Startup-Landschaft und wie siehst du eigentlich die Umgebung jetzt und hat sich da vieles getan, verbessert, was muss noch geändert werden? Also jetzt rein aus wirtschaftlicher Sicht muss ich ja sagen, wenn es gerade um Gründung geht, sind wir ja in Österreich nicht so super freundlich mit den Unternehmen. Also ich sehe irgendwie, in den letzten Jahren hat sich das natürlich enorm entwickelt. Wir haben jetzt auch gerade vor allem wahrscheinlich auch mit der Speed Invest jetzt einmal einen riesen Schritt gemacht, wo es einfach auch um Finanzierungsmöglichkeiten geht. Jetzt aber werde, glaube ich, verkühlt. Und da hat sich tatsächlich sehr viel getan. Ich sehe auch wie es quasi von politischer Seite da in Richtung oder aus der Richtung von AWS und FFG jetzt jede Menge Projekte gibt, die sich so quasi um die Startup-Welt kümmert und Finanzierung zur Verfügung stellt und so weiter. Also tatsächlich hat sich sehr viel getan. Gleichzeitig aber muss man schon sagen, dass bei uns so quasi das ganz normale Firmenrecht, glaube ich, heißt es, irgendwo extrem weit hinten ist und auch teilweise echt uns vor Probleme stellt, die einfach andere nicht haben. Und das merkt man schon brutal. Also dazu kommt dann halt noch einfach eigentlich relativ hohe Lohnnebenkosten. Und das tut dann halt weh, wenn du eigentlich echt wirklich wenig Geld hast. Und viel eigentlich gefühlt extrem viel für deine Mitarbeiter zahlst und dann aber bemerken musst, dass nur ein Bruchteil bei denen ankommt. Gleichzeitig irgendwie stehst du vor sämtlichen Wahnsinnsbürokratien, die es halt auch teilweise, also ich kenne es nur aus UK und so weiter, halt nicht gibt. Und da tut sich eben blöderweise relativ wenig. Und das sind halt so eine Anhäufung von Kleinigkeiten. Ich meine, in Österreich einen vernünftigen Employee Stock Option Pool zu bauen, ist eine Challenge. Ja, da brauchst du wirklich ein rechtlich komplexes Konstrukt, um das so abzubilden, dass nicht dann die Mitarbeiter noch Steuern zahlen, weil deine Company eine Valuation hat von, was weiß ich, 5 Millionen und du ihnen irgendwie, was weiß ich, ein paar Prozent geben willst, ja, dass sie super motiviert sind. Ja, aber das ist genau das. Also das ist teilweise abstrus, was da bei uns eben abgeht. Also da ist einfach die Gesetzgebung nicht da dafür. Die sind da. Und es geht dann eben weiter mit lauter Kleinigkeiten. Ich meine, du machst eine Finanzierungsrunde und jeder muss zum Notar laufen bei einer GmbH. Das heißt, wenn du einen Investor hast aus USA, der braucht eine notariell beglaubigte quasi Unterschrift. Jetzt mach das mal in nur, jetzt sag das mal einem großen VC-Fonds im Silicon Valley, der lacht dich ja aus. Ja, und das ist nicht so, dass irgendein Partner da hinlaufen kann. Na, der Chef, ja, der Chef muss da hinlaufen. der Tim Draper oder irgendwie der Herr Sequoia, ich weiß es nicht. Ja. Und das sind lauter so Kleinigkeiten, ja, so umständlich sind und das ist echt, das ist mühsam. Aber was auch dazu kommt, ist etwas, das vielleicht gar nicht so sehr auf der legalen Seite ist, sondern auch so ein bisschen in der Wahrnehmung, was bedeutet es überhaupt, eine Firma zu gründen. Und gerade hier im Westen ist halt sehr oft schon die Vorstellung so, man baut eine Company für seine Kinder und Kindeskinder. Und wenn man halt ein Startup baut, dann ist das einfach nicht der Fall, ja? Weil du bist dir im Klaren, es ist vielleicht etwas, das sehr riskant ist und du bist eigentlich froh, wenn du möglichst schnell
scheiterst, ja, weil wirklich problematisch wird es, wenn du lang brauchst zum Scheitern, weil dann verwendest du nicht nur deine Zeit, wahrscheinlich auch die Zeit anderer, sondern du verschwendest auch einen Haufen Budget. Und die Haltung, die so im Moment noch auch teilweise, glaube ich, so den Leuten vermittelt wird, was es ist, eine Company, die ist teilweise halt nicht so kompatibel mit dem, was wir in der Startup-Welt machen. Jo. Ja, cool. Perfekt. Dann würde ich sagen, Manuel, falls du nicht noch eine Frage hast oder eine Frage im Chat kommt, gerne noch eine letzte Frage oder reinjoinen. Scheint mal nicht so. Dann würde ich mal sagen, Michael, vielen, vielen Dank, dass du da gewesen bist. Vielen, vielen Dank. Und dass du da alle Fragen so toll beantwortet hast. Ich hoffe, es war nicht zu lang. Nein, ich glaube, es war sehr, sehr umfangreich und ausführlich, wo es ganz, ganz viele Sachen gibt, wo man eigentlich sehr, sehr gut nachhaken könnte. So ist es zumindest mir als Moderator gegangen. Ich habe immer wieder gedacht, ach, da würde ich gerne nachhaken. Total viel spannende Informationen. Ich glaube, das war für alle Zuhörerinnen interessant. Hat gepasst von der Länge, sagt der Fari. Also Feedback passt. Heute um 20 Uhr war übrigens noch ein Squabble geplant, der fällt aber leider krankheitsbedingt aus. Das heißt, wir sehen uns nächsten Mittwoch um 20 Uhr wieder für den nächsten Startup-Squabble. Und ansonsten addet uns auf Facebook, folgt uns auf Twitter, signed up für unsere Newsletter, dann seht ihr immer, wann irgendwelche Themen, spannende Themen live gehen. Und ja, vielen, vielen Dank, Michael, und ich hoffe, du bist wieder mal dabei. Ja, logisch. Vielen Dank. Sehr cool. Danke an alle. Schönen Abend.